Hallo Unioner, es ist Derby-Woche und wir haben uns für das Interview in dieser Woche jemanden eingeladen, der sich mit Derbys auskennt wie kaum ein anderer. Denn er hat in der Premier League gespielt und zwar bei einem Londoner Verein, nämlich dem FC Chelsea. Und wenn man irgendwo Derbys spielen kann, dann ja wohl in London. Wir sagen herzlich willkommen einem jungen Mann, der als Jugendlicher bei Union war und dann viel zu früh weggegangen ist. Aber jetzt sitzt er hier. Hallo, Robert Huth. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Derby-Experte Robert Huth. Habe ich da was Falsches erzählt oder stimmt das? Also du hast recht. Bei Chelsea waren auf jeden Fall 2-3 Derbys pro Saison. Ja, es ist einfach spezial, da dabei zu sein. Aber leider haben wir halt im Moment keine Zuschauer hier. Aber trotzdem wird es eine gute Sache. Robert, deine Geschichte ist wie ein Fußballmärchen. Ja? Wenn man kleine Jungs nimmt, die Fußballer werden und sagen wir mal bei einem Verein in ihrer Gegend anfangen, nehmen wir mal Fortuna Bischof. Ja. Dann von Fortuna Bischof zu einem etwas größeren Verein wechseln, ja, zur Union. Ja. Und dann ruft plötzlich der FC Chelsea an. Wie kann man sich das vorstellen? Erzähl mal, kannst du dich daran noch gut erinnern? Ja, na klar. Also das war ja nicht, dass Chelsea sofort angerufen hat. Das war erstmal, war ich in der Jugendmannschaft, ganz klar, für ein paar Jahre, war auch auf der Flaute-Schule und wurde dann zum Länderspiel eingeladen für eine U15 damals nach Irland. Und dann, wie es halt so ist, sind da ein paar Berater dabei, ein paar Scouts und dann ging es halt so weiter. Aber ja, ich war auch einfach zu jung, um da irgendwie das wahrzunehmen, was da passiert. Und das Gute ist, wenn du jung bist, du denkst einfach darüber nicht so nach. Also du bist auch so ein bisschen frei und sagst, ja, warum nicht, kann ja nichts schief gehen. Ne, die Eltern wahrscheinlich nur so zu Hause, da kann ganz viel schief gehen. Mhm. Aber ja, am Ende hat es gepasst und wenn ich jetzt zurück war eigentlich alles richtig gemacht. Wie lief sowas denn ganz konkret ab? Also haben Berater tatsächlich dich kontaktiert oder deine Eltern? Oder wie lief das? Hat irgendwann dein Vater gesagt oder deine Mutter, du komm, wir müssen dir mal was erzählen, hat jemand angerufen? Das war ganz komisch. Zur gleichen Zeit hat mich ein Berater angesprochen und genau in der gleichen Zeit hat es irgendwie so alles gepasst. Hat es alles so auf einmal, ja, hat so gepasst auf einmal und dann haben die Kontakt aufeinander genommen und dann war ich mal eine Woche da, Probetraining. Bei Chelsea, hat noch ein Spieler mitgemacht, bei der U16, glaube ich, hat mal ein Tor gemacht, also passiert auch nicht so oft. Und die waren halt total zufrieden mit mir, die Woche, wie ich mich verhalten habe, wie ich trainiert habe und so weiter. Und dann haben sie mir halt ein Angebot gemacht, dann war es halt meine Entscheidung, ob ich es annehme oder nicht. Du warst 16, oder? Ich war in dem Moment noch 15. Oh. Und damals zu der Zeit durftest du den ersten Vertrag unterschreiben, wenn du 16 bist. Und da habe ich 2 Tage gewartet nach meinem 16 und bin dann im August. Dann bist du rüber. Genau, ja. Wie war das, also dieses, ich meine, man kann sich auf alles Mögliche vorbereiten, ja, und dann steigt man aber ins Flugzeug und weiß, okay, alle anderen bleiben jetzt hier, Mutti, Papa, Familie, lasse ich zurück, ich gehe jetzt ganz alleine nach London. War es aufregend? Für die erste Woche, ja, und dann war Realität hat eingesetzt und dann war es halt wirklich so, da war keiner da, mein Englisch war noch nicht so gut, war noch nicht so, in der Schule war es noch nicht so, so wie es jetzt ist, wo wirklich viele Englisch sprechen. Und der Verein hat mir halt eine Familie gesucht, wo ich dann die ersten 2 Jahre gewohnt habe. Und da sprach auch keiner Deutsch. Und es war dann schon hart. Also war auch mal Tage dabei, wo es nicht so schön war, wo auch ein paar Tränen geflossen sind. Aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Also ich fand es eigentlich für mich das Beste, was passieren konnte. Weil da waren keine Freunde mehr da, keine Familie, die ich irgendwie ein bisschen in den Arm nehmen. Da musste wirklich so, ja, ich war auf mich angewiesen. Und ja, war zwar nicht immer schön, aber jetzt so nach einem Jahr hatte ich dann schon angelebt. Gab es einen Moment, wo du zu Hause angerufen hast und gesagt hast, darf ich nach Hause kommen? Angerufen nie. Nee, also das fand ich auch nicht, also da war ich eigentlich schon relativ reif, auch für mein Alter, weil du willst ja die Eltern nicht irgendwie verunsichern. Von daher von außen her immer ein bisschen alles abgewichen und gesagt, alles ist okay, alles ist gut. Okay. Aber Tage, also blöde Tage gab es immer, ganz klar. Okay. Jetzt muss man ja sagen, der FC Chelsea zu der Zeit war ja noch nicht ganz der FC Chelsea, der ja dann später geworden ist. Irgendwann gab es aber diesen Moment, Roman Abramowitsch hat den Verein übernommen und sehr viel investiert und dann lief ja gefühlt ein Weltmeister nach dem anderen durch die Kabinentür. Wie war denn das? Ja, schon krass, weil du gesagt hast, wir hatten totale Finanzprobleme damals, 2004, zum Ende der Saison, mussten wir in die Champions League, sonst wäre der Verein untergegangen, musst du auch ganz ehrlich sagen, der Ken Bates hatte total finanzielle Probleme. Und am letzten Spieltag, letzte Minute, schaffen wir es. Mhm. Und dann die Woche darauf hat Roman den Verein gekauft, auch sofort. Und dann war es wirklich so, ich war noch gerade so am Durchkommen, habe ein paar Spiele gemacht, habe oft mit der ersten Mannschaft trainiert und so weiter. Und dann wurde einfach das Geld rausgeworfen. Also wie du schon gesagt hast, da kamen Stars wie Crespo kam, also zu viele, um die alle hier zu erwähnen. Mhm. Und da war es wirklich so, dann auf einmal war Chelsea der bekannteste Verein, nicht nur in England, ich denke auch weltweit, weil so ein Investment gab es da in der Zeit eigentlich nicht, oder kann ich mich nicht dran erinnern. Das Schöne ist, du bist
trotzdem da geblieben, konntest dich durchsetzen, hast Spiele gemacht, bist zweimal Meister geworden mit Chelsea. Also man denkt ja auch so, okay, wenn jetzt hier so, weiß ich, Marcel Desailly und wer dann alles für die Verteidigung geholt wurde. Aber du konntest von den Besten lernen, oder? Ja, und viele treffen eine Entscheidung, ist alles zu schwer und wollen vielleicht einen leichten Weg aussuchen. Aber für mich war es einfach eine coole Challenge, von denen zu lernen. Ich war schon immer ein Desailly-Fan, auch von der ganzen Frankreich-Mannschaft, von der WM damals. Und da war ich für mich einfach nur ein Traum, und so viel mitzunehmen, wie es geht. War nicht immer leicht. Natürlich war auch der Druck von mir selber, auch immer spielen zu wollen und immer dabei zu sein. Aber gab es auch viele Wochenende, wo ich zu Hause saß, wo ich in der Tribüne saß, wo ich mir die Spiele angucken musste. Aber egal, das sind so Zeiten, wo du dann auch in dich selber reingehst und dann dich wirklich so, ja, so eine andere Selbstmotivation, ja, musst du irgendwie anüben. Derbys in London. Ich glaube, der am nächsten gelegene Verein bei Chelsea um die Ecke sozusagen ist Fulham. Ja. Die spielen aber nur ab und zu mal in der Premier League. Ja. Da gibt es ein paar andere, die regelmäßig spielen. Arsenal, ja. Tottenham, West Ham. Ja. Wen haben wir noch so? Crystal Palace. Ja. Was war denn das Aufregende? Was ist das, was sich, wenn man bei Chelsea unter Vertrag ist, am meisten nach Derby anfühlt? Das erste Mal, wo ich ins Trainingsgelände gekommen bin bei Chelsea, hat mich der Kitman, also der Zeugwart, hat mir zu sagen, du kannst alles machen, aber wir hassen Tottenham. Ja, mehr will ich von dir nicht erwarten, außer dass du, und so war es auch, also Tottenham war dann schon so, ja, so ein Hass, West Ham auch, gegen West Ham war ich auch das erste Mal dabei, bei der ersten Mannschaft haben sie uns gleich einen Stein durchs Fenster geworfen nach dem Spiel und es war schon krass damals, ich war 17 Jahre alt, auf einmal haben wir so einen Stein im Bus, ja, und dann mussten wir mit Polizei weg, Pferde waren da, mega Schlägerei, also das war schon damals sehr, sehr extrem, gerade bei den Derbys, aber die größere Rivalität war auf jeden Fall Tottenham, ja. Verrückt unter dem Aspekt, dass José Mourinho, mit dem du ja zweimal Meister geworden bist bei Chelsea, dass er jetzt in Tottenham ist, oder? Ja, hast du gedacht, als du gelesen hast, Joe geht dahin? Ja, Geld redet also. Wie man es anders aussah. Ja. Ja, also, manche haben ja wirklich diese, wenn du einmal bei so einem Rivalen gespielt hast oder Trainer warst, dass du das nicht machst, aber er hat da angeblich ganz andere Moralen. Lag genug anderes dazwischen irgendwie. Und ja, so. Der findet London generell gut. Von okay. Ja, wahrscheinlich ist er beim nächsten Mal bei West Ham oder ja. Bei Fulham, keine Ahnung. Okay. Ja, lass uns mal noch einen kurzen Blick auf deine Union-Geschichte zurückwerfen. Hast du da eigentlich auch Derby gespielt? Also seid ihr in der Jugend auf Hertha BSC getroffen? Bestimmt, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann, aber muss ja sein. Gute Frage. Müssen wir keine prägende Erinnerung auf jeden Fall. Bestimmt gewonnen 5-0, deswegen haben wir es vergessen. Müssen wir mal in der Fußballwoche gucken, ob die da irgendwie das immer. Haben deine Eltern so ein Archiv zu Hause mit allem? Ja, klar. Ich glaube, das ist dann, wenn du älter bist, oder? Dann genau. Schneidest du alles aus. Ist ja heutzutage ein bisschen easier mit iPhone und alles. Und Du bist dann aber tatsächlich ja einfach in England geblieben. Du bist jetzt 21 Jahre hast du dort gelebt. Oder? Ja, jetzt im Sommer 21 Jahre, ja. Es kamen noch schöne andere Stationen dazu: Middlesbrough, Stoke. Leicester, noch eine Meisterschaft, die sicherlich noch mal ein Stück überraschender war als die mit dem, ich sag mal, aufgerüsteten Chelsea dann. Wie hat sich denn das angefühlt? Das ist ja auch eigentlich eines der Fußballmärchen der letzten Jahre, oder? Ja, bei Chelsea war es immer, du warst halt so, du warst du dabei, aber warst nicht immer dabei und hast halt mal über 10 Minuten gespielt. Bei Leicester war es halt so, du warst halt total Stammspieler, die Spieler haben was von dir erwartet und so weiter. Und da war das Gefühl ganz anders. Da hast du so wirklich dieses hast du dir verdient, praktisch, so ein Gefühl. Das war noch besser, dass damit gar keiner gerechnet hat. Also das hat es noch mal ein bisschen spezieller gemacht. Ab welchem Moment habt ihr damals selber dran geglaubt, dass es klappen kann? Ich glaube, so fünf Spieltage vor Ende der Saison haben wir da wirklich, so als mancher auch da ab und zu mal angesprochen, aber so persönlich, ja, ich denke mal so 10 Spiele vor Ende der Saison, hast du schon mal so überlegt, was du guckst jeden Tag auf die Tabelle, jeder schreibt dir eine SMS oder WhatsApp. Und irgendwann fängst du dann an, so drüber zu überlegen, ja, wir haben jetzt 8 Punkte Vorsprung, also wir können jetzt 2 Spiele verlieren, dann müssen die 2 gewinnen, dann haben wir immer noch 2 Punkte Vorsprung. Und so eine Gedanken kommen dann ganz normal durch. Aber so fünf Tage vor Ende haben wir dann als Mannschaft mal so ein bisschen, komm, ey, jetzt können wir es wirklich schaffen. Und dann haben wir es ja zum Glück geschafft. Und dann gab es die größte Party des Lebens, oder? Es war nicht nur eine Party. Das war also so 4-5 Wochen Party war das auf jeden Fall. Und ich war dann noch gesperrt für die letzten 2 Spiele. Von daher Füße hoch gemacht. Die Jungs mussten noch rennen. Die Jungs mussten noch schön rumrennen. Schön 30 Grad in London. Und ich durfte halt zugucken. Wäre heute auch gerne auf dem Platz gewesen, aber
wie es halt so ist. Am Ende die Trophäe hochheben hat entschädigt. Genau. Gut. Von allen Stationen, die du hattest in England, hast du mir neulich mal gesagt, war Stoke die, die du als prägendste beschreiben würdest. Wie kommt es denn? Ja, auch so ähnlicher Verein wie Union. So alles selbst erarbeitet, keine Hilfe von irgendjemandem. Ist ein relativ kleiner Ort oder Stadt. Mhm. Immer ausverkauft. Also die schlagen sich auch um die Tickets darum oder in der Premier League. Und ich konnte mich wirklich da richtig so einnehmen. Die Fans waren super. Persönlich fand ich meinen besten Fußballer dort gespielt. Unverletzt, größtenteils. Mhm. Ja, und du, wie es halt so ist, es war einfach nur eine coole Zeit. Wir sind zum FA Cup Final haben wir geschafft. Wir haben auch Europa gespielt, haben wir gerade angesprochen. Haben wir Qualifikation gespielt. Tausende von Fans kamen in der Vorbereitung nach Kroatien, nach Österreich. Einfach nur geil. Und das war für den Verein in der Zeit war es einmalig. Und deswegen war auch die Unterstützung so geil eigentlich. Und egal, wo du hingekommen bist, war einfach nur, die Fans waren wirklich sehr, sehr gut. Und immer nett, immer hilfreich, immer unterstützend. Wenn man es jetzt so sieht, es gab neulich, ist schon eine Weile her sogar, auch so ein Interview von dir zu lesen, ich glaube in der Welt oder so war das, wo du durchaus ein bisschen kritisch so mit dem gesamten Fußballgeschäft umgegangen bist. Auch wenn man jetzt so rausguckt, wie sich Fußball anfühlt, wir sehen es hinter uns, so sieht es auch am Spieltag aus. Ja. Und so wie du es beschreibst, wie wichtig das für dich war, könntest du dir vorstellen, jetzt noch zu spielen eigentlich? Also ich habe auf jeden Fall Verständnis mit den Spielern. Ich glaube, das Niveau ist einfach im Moment nicht so gut. Mhm. Und das zeigt auch wirklich, wie sehr man die Fans braucht. Also wir können zwar sagen, wir spielen Fußball, aber diese extra 5-10%, die am Spieltag fehlen, ich finde, das sieht man. Das sieht man nicht nur in der Bundesliga, das sieht man Länderspiele, England, zweite Liga, siehst du überall, da irgendwas fehlt. Mhm. Also auch mal, wenn du zum Stadion kommst, steigst du aus dem Bus raus, wird es absolut mal beschimpft. Aber irgendwann, du wirst mal so richtig geil aufspielen, bist du so fokussiert und das fehlt dann einfach. Und das ist schon Respekt für die Spieler, dass sie so machen. Aber in der Vorbereitung ohne Fans war ich immer der schlechteste Spieler. Also ohne Fans geht es bei mir gar nicht. Also da bin ich schon zufrieden, dass ich jetzt nicht nochmal ohne Fans spielen muss. Wenn man jetzt schon ein bisschen raus ist, also dein letztes Spiel liegt ja jetzt durchaus schon ein bisschen zurück. Wie sehr vermisst man dieses langgezogene? Ich glaube, jeder in Deutschland kannte das dann irgendwann, dieses Ja, ab und zu schicken wir noch ein paar Videos zu, aber... Ja, es ist eine Gewöhnungsfrage. Also du musst irgendwann auch mal sagen, Schluss und Fußball war mal da und dann passt ja hoffentlich noch ein langes Leben vor dir. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass es mal war. Also ich bin jetzt irgendwie, bin ja nicht irgendwie abhängig von. Also war eine geile Zeit, aber das war's. Jetzt geht es auch normal weiter. Sozusagen. Genau. Ja. Ihr habt euch entschieden, nach Berlin zurückzukehren. Beziehungsweise der Rest deiner Familie hat ja noch gar nicht in Berlin gelebt, sondern du kehrst zurück und die kommen mit. Wie kam die Entscheidung zustande? Wir haben schon länger darüber geredet. Also als ich aufgehört habe, haben wir schon immer überlegt und dann haben wir immer noch einen Grund gefunden, das nicht zu machen. Mhm. Was mit den Kindern und was ist das und so weiter. Und jetzt haben wir einfach gesagt, machen wir es. Sonst machen wir es nie. Mhm. Meine Frau liebt Berlin, wir kommen ein Jahr, zweite Mal her, wenn es geht, oder meine Frau noch öfter mit den Kindern. Und warum nicht? Also die Kinder kennen dann Deutsch lernen, vielleicht bleiben wir auch für immer hier, wer weiß es. Mhm. Aber es ist einfach eine coole Chance. Also Berlin ist ja auch eine geile Stadt. Wird auf jeden Fall ein Unterschied werden für uns. Wir waren ja eher so im Grünen gelebt und jetzt in Berlin wird es bestimmt anders, aber wir freuen uns drauf. Und ja. Spannende Frage ist natürlich dann immer als Ex-Fußballer, was macht man eigentlich jetzt als nächstes? Soll es für dich im Fußball weitergehen oder ganz irgendwas anderes? Weißt du schon? Ich mache so ein Studium an der Universität in Manchester für Sportdirektor eigentlich, so heißt das. Das ist jetzt im Sommer fertig, im September. Und danach mal gucken, ein bisschen Erfahrung sammeln, gucken, ob es dir auch wirklich Spaß macht, muss ich auch immer wissen. Ja, und dann einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber so einen richtigen Schritt, in welche Richtung, du hast mal ein bisschen Fernsehen gemacht, ein bisschen Training gemacht, ein bisschen das und so. Aber im Moment hat man nichts so richtig gegriffen. Also dieses so im Hintergrund arbeiten, ein bisschen alles organisatorisch, so wie ich auch als Persönlichkeit, macht mir auch Spaß. Mhm. Ne? Fernsehen, habe ich von dir gelesen, hat dir nicht so einen Spaß gemacht? Woran lag's? Manche Sachen sind cool, also musst du auch ganz ehrlich sagen, aber so einen ganzen Tag im Studio gucken, wenn du so drei Spiele guckst, sitzt du nur im Studio. Also du redest den ganzen Tag nur Fußball, was ja auch mal Spaß macht, aber du wirst ja... Also ein bisschen mehr darf es auch sein. Genau, du bist auch immer mit Anzug dabei und das ist alles eigentlich gar nicht, was Sport ist. Also hat so ein bisschen, war zwar cool, habe auch viele coole Leute kennengelernt, aber ja, so ein bisschen mehr Leben muss dann schon sein, weil du kannst im Stadion die Atmosphäre zum Spiel fahren, die Fans erleben, ein bisschen Quatsch erzählen und so weiter. Das fehlt dann. Ja, ist ein bisschen steril. Ist es als
wenn man selber Spieler war, ist es eigentlich auch irgendwie seltsam, jetzt sagen wir mal andere, die jetzt auf dem Platz stehen, will nicht sagen in die Pfanne zu hauen, aber zu kritisieren. In England gibt es ja eine doch gewisse Tradition darin, dass die alten Recken richtig austeilen gegen die, die aktuell spielen. Ja, es gibt immer eine Art und Weise, wie man es macht, da hast du recht. Du musst ja das sachlich machen, also wenn irgendwer persönlich wird, dann na, ist blöd. Aber in England, die hauen gut rein. Ja, und dann ist es auch ein bisschen mehr, ein bisschen größeres Thema, dann die Zeitung schreibt noch was dergleichen, also wird dann immer so hin und her, aber... Nein, also das ist der Job. Und wie gesagt, wenn du irgendwie für einen Radiosender arbeitest oder für einen Fernsehsender, dann ist es halt dein Job. Du bist nicht mehr Kumpel von dem oder ein Freund, sondern du arbeitest halt für den Sender und der braucht auch was von dir. Ja? Genau, das ist dann halt dein Job. Und ja, wie gesagt, irgendwann ist auf dem Platz ist es vorbei und dann bist du halt, je nachdem, was dein nächster Schritt ist, musst du das auch akzeptieren. Ja. Apropos Teil des Jobs, das ist noch ein interessanter Aspekt, der immer wieder auffällt an England, nämlich eine Presselandschaft, die relativ viel, sagen wir mal, spekuliert. Ja? Also es gibt jeden Tag riesengroße Geschichten, gibt auch nach wie vor viele Zeitungen, die sehr viel und jeden Tag über Fußball schreiben. Ja. Was man allerdings immer wieder hört, ist, der Zugang zum eigentlichen Spieler in England ist relativ kompliziert bzw. gar nicht existent. Ja. Wie war das? Wie viel musstest du machen an Medienterminen in der Woche? Oder? In der Woche eigentlich gar nichts. Also du müsstest zum Ende hin, wo wir die neuen Verträge unterschrieben haben mit Sky, musstest du in der Saison 3 Interviews geben. Mhm. Ja. Und das war's. Und der ganze Rest, ihr hattet quasi Trainingsgelände, wo keiner draufkommt, alles, Fort Knox. Ja, also. Abgeschirmt, auch Riesenbäume hingebaut, dass keiner kommt, alles so privat mit Ausfahrten alles. Aber du kannst so viel machen oder so wenig machen, wie du willst. Mhm. Also Minimum mal 3, und dann musst du am Spieltag auch nochmal 3, genau vom Anstoß machen, aber über die Saison hinaus. Und nach dem Spiel hast du auch diese Press-Down. Direkt, ja. Und dann kannst du einfach vorbeilaufen, da ist auch keine Pflicht, kein Muss. Und die wissen aber, mit wem sie reden können und mit wem nicht. Dann ist ja dann doch in Deutschland alles noch ein bisschen näher. Insofern willkommen zurück beim Fußball, wo man ein bisschen dichter rankommt. Jetzt drücken wir uns einfach alle die Daumen, dass das irgendwann wieder geht. Ja. Heute gucken wir durchs große Fenster, sehen ein bisschen was auf dem Platz. Ja. Und aber leere Ränge. Also hoffentlich bald wieder. Jetzt noch dein kleiner Ausblick. Die Derby-Situation in Berlin liegt vor uns. Tabelle haben wir auf der einen Seite, zum anderen haben wir auch zwei durchaus sehr unterschiedlich besetzte Mannschaften. Wie würdest du es bewerten? Wie sieht es denn aus? Finanzielle Möglichkeiten dürfen wir auch nicht vergessen. Der Druck ist bei Hertha, ganz klar. Gerade jetzt auch wieder mit der zweiwöchigen Pause. Du hast ja erstmal ja irgendwie in so einen Rhythmus reinkommen, gerade wenn du unten stehst. Mhm. Und den haben sie halt nicht. Da haben wir jetzt wieder 2 Wochen Pause. Was ich eigentlich nur gut finde für Union, weil du kommst dann wieder raus. Spieler werden abgesetzt zur Nationalmannschaft. Mhm. Dann hast du nur 3-4 Tage Zeit, dich wieder vorbereiten. Und das kann ja Union. Und der Druck ist bei denen. Also die müssen kommen. Für die zählt jeder Punkt, jeder Sieg, jedes Tor. Und wir können uns halt das einfach mal angucken und dann ein bisschen reagieren. Oder wie der Fischer das halt macht. Aber ich sehe es ganz relaxed. Der Druck ist 100% bei Hertha. Gut, dann gehen wir damit doch sehr optimistisch in das Derby. Sagen an der Stelle schon mal, Robert, vielen Dank für deine Zeit heute. Vielen Dank, dass ich mal wieder zum Fußballspielen zugucken kann. Ja. Sehr, sehr gerne. Und hey, dann geht's auf. In wenigen Tagen ist es soweit. 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC an der Alten Försterei. Hauen alles raus für euch. 2 Euro davon gehen an Viva Con Aqua.